Alter, es gibt Rasenerde. Alter, bei dem Preis würde ich die doch nicht bei mir in den Garten schütten. Yo, hi online, heute ist der 27.04., der 27. April 2012. Es ist Freitag. Es ist so wunderschön draußen. Ja, heute ist ja so der erste Tag, wo der Sommer quasi Hallo sagt. Wir haben ja Temperaturen aufgerufen, irgendwie von 26 Grad. Das heißt also, hier dürften einige ins Schwitzen kommen oder eher ins Dursten. Und heute gibt es wirklich einen Freitagsvlog. Ich habe ja letzte Woche habe ich eins angefangen und bin dann vor lauter Arbeiten, dann mache es dann irgendwann abends. Mittwoch das gleiche. Ja, also Mittwoch ist ja auch der Berlin-Mitte-Tag flach gefallen. Der hat ja hier stattgefunden. Ich hatte angefangen zu vloggen und hatte irgendwie so bis 10:30 oder sowas aufgenommen. Zack, und danach komplett versunken, auf Uhr geguckt, war es 6:30 oder 6:30. Durchgeguckt, was ich bis dahin hatte. Ich habe gedacht, shit, wieder kein Vlog. Aber heute, ne, wird das was werden. Ja, wir haben jetzt schon 16 Grad im Wintergarten. Machen wir erstmal für Schnuffel Tee. Leckeren Zitronenminze-Tee. Sieht so, so geil aus, wenn die Sonne so da durchscheint. Boah, die Luft ist so hammergeil. Ja, das hat man echt nur im Frühjahr. Zwitschernde Vögel, aufgehende Blüten. Jetzt will er es aber wissen, der Rhododendron. Das da. Und das da. Und das da. Und das und das und das und das und das und das. Daraus werden die Walnüsse. Ist zwar nicht unser Baum, ist aber ein Baum von unserem Nachbarn. Aber alles, was auf unserer Seite liegt, ist unseres. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir mal ein wenig langsamer und hoffen, dass Bauers um 8 aufmacht. Dann laden wir da nämlich noch einen Sack Erde ein, weil unsere Erde ist ja alle, die wir geholt haben, liegt im Gewächshaus. Da hat die Baustelle dafür gesorgt, dass mein Einordnungsfehler an der Ampel sich noch zum Vorteil ausgewirkt hat. Ja, aber der morgendliche Verkehr hier quasi in Havelnähe ist schon ganz schön Hammerchenspannung. Und vor allem ist es ja an Nummernschildern alles dabei. Potsdam, Havelland, Oberhavelland, sämtliche Auswärtigen sonstigerweise, die von der Autobahn gekommen sind. Alter, echt was los hier. Da habe ich mir vollkommen umsonst Gedanken gemacht. Also, hier stehen schon Leute, es ist noch nicht 8, die gehen schon rein, beziehungsweise kamen schon Leute hier mit Latzhose und Zeugs raus. Die scheinen 7 oder so aufzumachen. Krass, die haben von 7 bis 22 Uhr auf, außer samstags. Dann machen sie erst 8 auf. Geil, Pflanzerde mit Guano. Fertig gedüngt. Ey, muss ja geil sein. Man muss ja wohl billigere haben. Ey, diese unterschiedlichen Erden sind doch Leute verarscht. Dann nehme ich doch hier diesen 60-Liter-Sack. Der kostet 5 Euro. Und gut ist. Genau dafür wollen wir es. Gehölze, Stauden, Gemüse und Blumen. Kurz alles. Das ist schlimm, wenn man hier erstmal anfängt zu gucken, dann vergisst man hier ganz das wieder rausgehen. Deswegen ist es besser, wenn man mit 2 Leuten hier ist, weil dann kontrolliert man sich gegenseitig. So, jetzt aber raus hier. Also ich habe ja lange überlegt, also so 2 Minuten, ob ich den jetzt bringe, aber es muss einfach sein. Warum liegt denn hier überall Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Und mal wieder ein neuer Firefox in den Repositories. Ja, na, ich mache ja jede Woche freitags immer meine Updates. Mindestens 2 Dinge. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Es ist gleich 2. Und mich nach oben aufwärmen gehen. Draußen sind 20 Grad. Hier im Keller ist echt kalt. Was man vielleicht an meiner Kapuze sehen könnte. Alter, der Rasen ist schon wieder gewachsen. Da ist er quasi erst gemäht. Selber schuld, verschmeiße ich auch so viel Dünger dabei. Was macht ein Freitag vollständig? Genau, das Freitagsthema. Und ein Thema geht ja nicht nur mir auf die Nerven, sondern im Prinzip uns allen, also vor allem gerade so unter anderem YouTuber. Lustig ist, dass alles ein bisschen in einen Pott geworfen wird und das macht auch das Problem aus. Was ist das Problem? Das Problem ist diese Diskussion um die Neufassung von unserem Urheberrecht.
Für manche Leute reduziert sich das entweder auf ACTA, das hat da nicht wirklich was mit zu tun, oder reduziert es auf die GEMA. Ja, alles beides Dinge, die nicht positiv sind. Ne? ACTA verbietet uns quasi alles zu kopieren, und zwar würde es auch verbieten, Samen zu ziehen und die weiterzugeben und so eine Geschichten. Also das ist noch viel weitreichender. Ja, und die GEMA, die ist halt ein Konstrukt, die von der Zeit überholt wurde. Und zwar, man darf ja nicht vergessen, die hatte tatsächlich mal eine sinnvolle Aufgabe und es war wirklich eine sinnvolle Einrichtung. Sie sollte Leuten, Kunst-, Kulturschaffenden garantieren, dass sie auch zu ihren Einnahmen kamen. Tja, das Blöde ist, die Zeiten haben sich geändert. Wir sind von Grammophonen über Plattenspieler irgendwann mal zu digitalen Dateien gekommen. Zwischendrin hat sich das Internet entwickelt und dann waren wir rein technologisch an dieser GEMA vorbei. Aber die GEMA selber ist eigentlich nur das Symptom. Würde es die nicht geben, würde es was anderes geben, und die GEMA beschränkt sich auch nur auf Musik. Die GEMA ist nicht zuständig zum Beispiel für Bewegtbildinhalte ohne Ton. So, und jetzt entwickelt sich da gerade ein Krieg. Den Piraten wird ja immer unterstellt, sie haben einen Themenwahlkampf und der beschränkt sich nur auf Internet und Urheberrecht. Interessanterweise scheinen sich ja jetzt alle anderen Parteien und auch Interessensverbände der Sache anzuschließen, weil wir diskutieren ja jetzt gefühlt seit einem halben Jahr, real glaube ich seit 3 Wochen, diskutieren wir ja über die Neufassung des Urheberrechts. Was natürlich Quatsch ist, weil zum Beispiel das Urheberrecht sagt ja erstmal nur, ich bin der, der es gemacht hat. Punkt. Deswegen ist zum Beispiel auch das Urheberrecht das einzige Recht, was man nicht veräußern kann, weil da ein physischer Zusammenhang besteht. Um was eigentlich alle sprechen, ist dieses doofe Leistungsschutzrecht, was die weitere Verwendung meines Werkes regelt. Und vor allem die Dauer, die ja immer länger wird. Ne? Und es gilt ja für alles. Das gilt auch für das geschriebene Buch. Und die, die momentan ja ganz groß von sich reden machen, sind ja unter anderem Verlage, die zum Großteil dieses Leistungsschutzrecht tatsächlich verlängert haben wollen, weil ansonsten kann ja jeder unser Buch irgendwie digitalisieren und wir haben ja nichts mehr davon. Durch diese Verlängerung auf 75 Jahre, oder beziehungsweise weil es 75 Jahre sind, haben wir eine Lücke in den Veröffentlichungen und es steht sogar zu befürchten, dass verschiedene Bücher, Titel einfach verschwinden werden. Ja, woher kommt das? Ganz einfach. Es hat ein Verlag oder ein Verlagshaus hat das alleinige Recht, dieses Buch zu drucken und zu verlegen. Und ich sag mal, 75 Jahre sind ganz schön lang. Und die haben eine ganze Menge Autoren unter Vertrag und drucken und hauen immer natürlich die neuesten ins Regal und die müssen ja auch verkauft werden. So, und jetzt sind die alle verkauft nach, ich sag jetzt mal einfach, 25 Jahren. Natürlich wird dieser Verlag nach 25 Jahren wahrscheinlich dieses Buch einfach nicht drucken, auf das sie das alleinige Recht des Druckens haben. Ja, es bringt ihnen kein Geld. Wer will ein Buch, was vor 25 Jahren geschrieben wurde, lesen? Ja, natürlich, es gibt bestimmte Bücher, die verkaufen sich auch nach 25 Jahren super. Naja, für die 4, 5 Leute, die es gerne hätten, es aber nirgendwo beziehen können, ja, für die werfen sie die Druckerpresse nicht an. Für die kann aber auch kein anderer sagen, hey, pass auf, ich digitalisiere euch das mal. Es geht halt einfach nicht. Ja, 50 Jahre später, wenn dann irgendjemand anfangen könnte, sie zu drucken, dann steht zu befürchten, dass sich kein Mensch mehr an diese Publikation erinnern kann. Mit anderen Worten, wir verlieren ein Stück Kultur, auf das wir uns immer einen also so stolz sind und uns tierisch was drauf einbilden. Ne? Die Leute, die das Maul aufreißen und sagen, ja, das ist noch gar nicht hart genug, das Leistungsschutzrecht, weil ihr blöden Internetleute, ihr kopiert euch immer alles und wollt immer für gar nichts bezahlen, ihr macht uns ganz kaputt. Diese Leute schießen sich eigentlich ein großes Eigentor, diese großen Bewahrer der Kultur. Sie vernichten die selber. So, stellen wir uns auf die andere Seite. Dann gibt es ja die Leute, die sagen, ja, grundsätzlich alles und immer umsonst und Zeug. Der Haken daran ist, das Zeug muss natürlich produziert werden. Dazu gehört auch ein bisschen Geld. Das muss sich A rechnen und B, jeder möchte auch ein bisschen was verdienen. Nicht zuletzt gehen die meisten deswegen arbeiten, weil sie doch ein Einkommen haben wollen, um A, sich selbst zu finanzieren und sich vielleicht auch ab und zu mal was leisten zu können. Dass halt diese Preise überzogen sind und dass halt bestimmte Instrumentarien vollkommen daneben sind, unbestritten. Ne? Also zum Beispiel die GEMA ist ein Instrumentarium, was vollkommen daneben ist. Wenn die Produktion dieser Kultur nicht finanziert werden kann, das heißt also, da müsste ein Studio finanziert werden und produziert, also ein Studio finanziert und betrieben werden, ja, von welchem Geld, wenn es halt keiner bezahlen würde. Insofern, ich sehe ja diese Notwendigkeit des Bezahlens, sehe ich ein, aber der Zeitraum, wo anderen Leuten verboten wird, etwas damit zu machen, der ist unglaublich
lang. Also der ist, überleg mal, der ist über eine Generation lang. Der ist über zwei Generationen lang, wenn man immer sagt, eine Generation 30 Jahre. Das wären 60, wären zwei plus eine halbe noch dazu. Das ist halt das, wo ich vollkommen mitgehe, ist viel zu lang. Und das Zweite, was ich halt ziemlich kritisch sehe, ist eben diese Rigidität, in der diese Leistungsschutzrechte ausgelegt werden. Ist immer lustig, da geistern ja dann immer so Sachen wie, ja, 3 Sekunden darf man oder 3 Takte darf man. Nein, man darf überhaupt nicht, weil in dem Moment, wo ich von irgendetwas, was nach Leistungsschutzrecht geschützt ist, was benutze, ohne dass ich die Einverständnis dazu habe oder dafür bezahlt habe, also die Lizenzen gekauft habe, darf ich gar nicht. Solange man es erkennen kann, bin ich eigentlich ein Verbrecher, weil ich nämlich gegen das Leistungsschutzrecht verstoßen habe. Also zum Beispiel die USA, mit Sicherheit haben die eine sehr starke Entertainment-Lobby, sowohl in Musik als auch in Film. Aber sie haben noch was anderes, was man bei YouTube zum Beispiel lesen kann, auch in den deutschen Übersetzungen, was es aber bei uns nicht gibt, wo man sich nicht drauf berufen kann. Das ist das sogenannte Fair Use. Wenn eben ein bestimmtes Ding nicht im zentralen Fokus des eigentlichen Werkes steht. Ich mache einen Vlog im Auto und das Autoradio ist doch noch an und während dieser 15 Sekunden hört man irgendein Lied, dann ist dieses Lied nicht zur Untertitelung oder Unterlegung von dem Stück Video da. Also so, als würde jetzt nebenan jemand husten, dann wäre das halt auch mit drauf. Das ist einfach nur zufällig dabei. Trotzdem dürfte ich das bei uns nicht machen. Ja, nun zu der Kriegssache, die da läuft. Also angefangen haben ja quasi die, die gesagt haben, hier Leistungsschutzrecht ist scheiße. Auf deren Seite stehe ich übrigens auch. Also auch wenn ich sage, ich kann das nicht kategorisch abschaffen, wenn ich nicht in irgendeiner Art und Weise eine Gegenfinanzierung anbiete. Aber ich sehe das genau wie Sie, dass früher oder später einfach die aktuelle Kultur oder generell unsere Kultur einfach zum Erliegen kommt, weil ihr jeglicher Humus genommen wird. Ne? Ja, und auf der anderen Seite kommen jetzt seit einer Woche diese ganzen anderen Leute aus den Löchern gekrochen. Gerade heute habe ich auch weiter getwittert. Gab es von irgendeiner Agentur die Ja zum Urheberrecht und niemand will das Urheberrecht abschaffen, sondern die Leistungsschutzrechte. Irgendeine Agentur, die da ein Plakat zu veröffentlicht hat, das sind die Leichenfledderer oder Kulturfledderer, wo halt so zwei, ich glaube auf Frankenstein gemachte Ärzte, Leute aufschlitzen und denen die Innereien rausnehmen. Da frage ich mich, denken die noch nach? Aber wenn ich sowas sehe, dann weiß ich ganz genau, sie haben null Argumente. Und wenn ich überlege, diese Berichterstattung nach diesem GEMA versus YouTube-Urteil, wer auch immer bei Welt Online dafür zuständig ist, ich hätte den ja durchs Internet ziehen können. Internetabzocker? Es ging einfach darum, dass wir ja alles umsonst haben wollen. Was vollkommen falsch ist, wenn ich überlege, wie viele Dinge ich schon freiwillig bezahlt habe. Einfach nur, weil mich das Produkt selber überzeugt hat. Ne? Sie haben es ja jedes Mal wieder auf den Tisch gekriegt. Die Leute, die viel kopiert haben, illegal, haben auch viel ihrer ganz legalen Musik gekauft. Das heißt also, die haben erstmal Probe gehört und gesagt haben, okay, das ist scheiße. Ja, damit haben sie nichts verdient. Haben aber die Sachen, die sie gehört haben, anschließend gekauft. Die hätten sie vorher nicht in der Menge gekauft. Das ist halt einfach so. Und wir sollten alle mal wieder runterkommen und uns vernünftig darüber unterhalten. Fakt ist, die Rechte, die wir haben, die das alles regeln, sind sowas von überholt. Und zwar von der Technik, von der Gesellschaft, von allem überholt. Wir müssen das dringend anpacken. We like to share. Ja, total super. Das Problem ist aber, wenn ich im Prinzip mit jedem Klick mich automatisch in Deutschland strafbar machen kann, weil ich irgendein Bild weiter poste. Hallo, wo ist denn da der Sinn? Das heißt also, wir müssen da wirklich dran, wir müssen es überarbeiten. Wir werden es jetzt nicht lösen, aber ich musste das einfach mal loswerden. Insofern, das war das Freitagsthema. Ich hab's. Die Welt Online hat uns als Internet-Schnorrer bezeichnet, weil wir immer alles umsonst haben wollen. Ich muss jetzt gießen. Und dann treffe ich mich mit Diana beim Italiener und wir läuten das Wochenende ein. Ja, schon krass, an den meisten Gärten, an denen man vorbeikommt, man hat sofort Grillgeruch in der Nase. Hallo. Na, hallo. Keine Chance, komm her. Die Schnuffel ist da. Schnuffi. Hallo Schnuffel, ich hab dich lieb. Hallo. Wochenende steht vor der Tür.